Jo, Chris LP ist wieder da. Nachdem wir im letzten Spiel gewonnen haben, sind wir wie im letzten Part immer noch auf Tabellenplatz Nummer 1 in der niederländischen Ehrendivision. Ja, da oben sehen wir uns NAC Breda. Heerenveen ist Zweiter mit einem Punkt hinter uns. Nijmegen ist Dritter, auch mit einem Punkt nur hinter uns. Und AZ Alkmaar ist auch nur mit zwei Punkten hinter uns, sowie Groningen. Wir sehen, Roda Kerkrade hat im letzten Spiel verloren. Die waren ja im letzten Part noch Zweiter. Ja, da sehen wir die Tabelle. Wir sind weiterhin Erster, müssen aber ordentlich weiterspielen, damit wir auch dort bleiben. Und ich sehe gerade... Ah ne, ich habe mich gerade verguckt. Ja, wir gehen direkt weiter zum nächsten Spiel. So. Da sehen wir es. Das Spiel muss jetzt simuliert werden, weil... wir nicht vorgeschlagen waren für den kompletten Kader. Jetzt sehen wir da Breda immer noch Erster, weil wir 1-0 gegen Heerenveen gewonnen haben. Und da sehen wir auch, wie schnell das geht. Jetzt ist Kerk gerade noch weiter abgesagt. Heerenveen schon nur noch Fünfter. Ja. Ich hasse dieses Lied. Glaubt mir, Leute, ich hasse es. Und wie ich es hasse. So, jetzt geht es mal um nichts. Weil jetzt ist nur ein Freundschaftsspiel gegen Panathinaikos aus Athen. Trainingsspiel. Also ich würde mal schätzen, jetzt kommt irgendwie Winterpause oder so. Und da sind wir auch schon. Im Stadion. So. Damit sind wir im Spiel. Ja, er hat es richtig erkannt. So geht schnelles Kurzpass. Ja, super, ey. Ja, super, häng ich gerade dazu. Yeah! Ey, wie sie uns austricksen, ohne Witz. Er bekommt den Pass in guter Position. Er steckt ihn durch. Da sollte der gar nicht hin. Aber egal. Ich habe mich gerade ein bisschen an dieser Minimap da orientiert. Er sollte eigentlich zu dem Schwarzen darüber. Und dann passt er ihn total weit zu den ganz anderen. Machst du nichts dran? Nächste Chance. Wir werden unsere Chancen noch kriegen. Hoffe ich. Oder sagen wir mal so, in dem Spiel hier ist das eigentlich relativ Latte. Ey, verarschen? Okay, das war jetzt nicht geplant. Na, der passt scheinbar auch nicht. Da wird man ein bisschen weiter vorne stehen, weil... Er flankt. So. Torwart kommt raus und holt ihn sich. Warum winkt meiner so? Was will er? Komm, Schwarzkopf. Ey. Der kommt direkt vors Tor. Der war doch mit dem Ball im Tor. Der Ball war doch hinterm Pfosten. Soll einer mal Fußball verstehen. So. Zu wem kann er abspielen? So, das ist ja jetzt wie gesagt nur ein Trainingsspiel. Wir müssen gucken, im nächsten Spiel, da geht es wieder um alles. Wir müssen gucken, dass wir schön oben mitspielen. Und vielleicht auch noch das ein oder andere Türchen machen und gute Leistungen bringen, weil wenn wir direkt in der ersten Saison entscheidend helfen, Meister zu werden oder sonstiges, dann könnten eventuell schon nach der ersten Saison oder eventuell schon nach der halben Saison größere Vereine an uns interessiert sein. Gut gemacht, gut verteidigt. Pass doch! Es ist niemand da! Es ist niemand da, will er mich verarschen? Er bringt ihn in die Mitte. Diesmal das wird schöne Flanke, soweit ich es gesehen habe. Aber war ein bisschen hoch angesetzt. Warum konnte der den Schuss kriegen, oder? Ja, hätte man mehr draus machen können, würde ich jetzt mal so sagen. Sie wissen ja doch, wo das gegnerische Tor steht. Sie versuchen es endlich mal. Und das ist lobenswert, auch wenn der Ball vorbeigeht. Versucht weiterzukommen.
Ah, das ist ein bisschen, was mich an dieser Kamera tierisch abfuckt. Jetzt kann er zum Abschluss kommen. Da geht er durch. Nachschuss. Ey! Schieß doch einer! Oder gibt's jetzt Elfmeter? Ach klar, abseits, da hinten. Ah, lol! Da sehen wir es, ich schieß nochmal, sehen wir jetzt leider nicht mehr, habe ich nochmal geschossen und leider direkt auf den Mann, was aber jetzt auch egal ist, weil es abseits war. Hey, das kann doch nicht. Aber wie gesagt, wir haben ja noch nicht das vollste Vertrauen der Mannschaft. Wir sind ja erst bei, ich glaube, von wegen, die Spieler werden jetzt öfters zu dir passen und so. Ey, wer pfeift denn in so einem Angriff ab? Halbzeit 0 zu 0. Ja, Statistik wollen wir nicht sehen. Direkt zweite Halbzeit. Go, go, go. Guck, dass wir vielleicht mal was auf die Reihe kriegen. Ja, klar. Ist auch noch gelb Karte, wa? Nö. Oder? Da war doch nix. Aber Ball gespielt. Na ja, super. Gelbe Karte für uns. Ha, kann auch mal passieren. Hey, jetzt bin ich im Abseits. Jetzt kann er noch mal draufhalten. Er treibt den Ball durch. Ey, was ist das denn? Ganz misslungen, der Schuss. Kein einziges Mal passt der irgendwie ab. Auch wo ich nicht im Abseits stand. Da hätte der rüber passen können. Und dann, was ist? So ein Lutscher-Ding. Ha, kriegst du Pimpanellen, ey. So, nächster Versuch. Der kommt wunderbar durch. Das ist eine gute Chance. Hat WTF? Warum war das gerade so ein schwacher Schuss? Die spielen nicht schlecht. Die Chancen sind da, aber das ja, die Chancen sind da. Wir hatten jetzt drei Chancen, null Tore. Also kann ja nur besser werden. Sie versuchen es, sie wollen das Tor, aber es fehlen einfach die Mittel. Da ist die Chance. Das muss Ecke geben. Ein guter Ball. Würde ich mal behaupten. Oder? Wenn der nicht abgefälscht war. Alter! Der ist ihm doch voll gegens Bein geflogen. Lol. Gib es doch gar nicht. Fangen wir jetzt schon an hier wie FIFA oder was? Durch die Abwehr. Jetzt hat er die Chance. Jetzt der Schuss. Und da ist das Tor! 1 zu 0. Wir haben es gemacht. Wunderschöner Pass auf uns. Schön gemacht. Was mich immer noch ein bisschen abfuckt, ist die Kamera. Weil da konnte ich noch nicht sehen, ob ich frei stehe oder ob da noch welche sind. Aber stand keiner. Und darum passe ich auch nicht rüber, wenn ich so frei vom Tor stehe. Dann versuche es lieber selber. Schön noch den kleinen Schlenker gemacht und rumgelegt. Da sehen wir es. Da noch ein kleiner Schlenker. Und drin ist das Ding. Hätte ihn fast gehabt. Ging genau durch seine Arme. Aber ohne Spaß kein Fun. So ist das. Oh, das war knapp. Wie ihr wisst, hat es schon in mehreren Parts funktioniert. Aber ich muss mich ein bisschen zurückhalten mit der gelben Karte. Sonst machen wir das Tor, aber fliegen trotzdem vom Platz. Da steht einer frei. Warum passt der den denn so dämlich ins Aus? Oder warum köpft der den so ins Aus? Ah, so hätte unser Torwart sich jetzt auch nicht dafür hinschmeißen müssen. Hey, doch nicht zu dem! Er passt ihn in Richtung Eckfahne. Und da ist einer zur Stelle. Ah, ey. Scheiße. Ob sich das am Ende rächen wird. Jetzt kann er es probieren. Mit links! Ah, oh, schieß, schieß, schieß! 2 zu 0! Wunderschön! Ist
Wie gesagt, unser Spieler ist kein Linksfuß. Darum war das jetzt auch so ein komisches Schüsschen. Aber Edwards macht ihn rein. Da haben wir eigentlich schon gedacht, der Ball ist weg. So, dann mit links. Und Zauber. Da ist das Ding. 2:0 gegen Panathinaikos. Oder vielleicht noch mehr? Oder vielleicht verlieren wir sogar noch? Man weiß es nicht. Okay. Sind noch 10 Minuten hier im Spiel, also glaube ich nicht, dass wir das noch verlieren werden. Und wenn, ist das Let's Play mit sofortiger Wirkung beendet. Dann werden keine neuen Parts mehr kommen. Aber könnt ihr euch auf neue Parts freuen, weil das ist sehr unwahrscheinlich, dass das passieren wird. Ah, ich dachte, der geht ins Aus. Die letzten 5 Minuten dieses Spiels laufen. Warum läuft meiner so langsam? Schießt 3:0. Ich habe eigentlich gehofft, dass er zu mir passt. Aber der stand genauso gut frei. Chifchi. Auch, glaube ich, einer unserer Top-Torschützen. Da, wunderschön. Da hinten kommen wir gelaufen. Ich habe eigentlich gedacht, dass er ein Stückchen zurück zu uns passt. Weil wir, sag ich mal, ein bisschen besser standen. Weil es aus der Position aussah, ob der Spieler noch da mit dem Bein dran kam. Er war sogar dran. Aber so cool wie wir sind, spielen wir super als Team zusammen. 3:0. Kann sich sehen lassen. So, wieder der. Da ist kein Durchkommen. Und bitte! Und der Solo-Gang und schießt! Warum rutscht der am Ball vorbei? Warum rutscht der am Ball vorbei? Ich wollte es mal mit einem kleinen Distanzschuss versuchen und er rutscht vorbei. Aber Ecke. Er schlägt ihn in die Mitte. Ein Volley-Schuss. Toll. Und ich blockiere hier alles. Und Abpfiff, da ist der Sieg, da ist das Ding, 3:0 im Freundschaftsspiel. Oder wie es hier heißt, im Trainingsspiel gegen Panathinaikos Athen. Wir haben die beste Bewertung mit einer 7,5, die hätte ich uns jetzt nicht unbedingt gegeben, weil ich finde, in diesem Spiel haben wir nicht wirklich viel gerissen. Aber so ist das Leben. Ja, ich verabschiede mich. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Pro Evolution Soccer 2013. Werde zur Legende. Ciao.